Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du bist ja als Führungskraft, schau, alle gucken, was du anhast, alle gucken, wie du redest. Kann der selber verkaufen? Wie oft höre ich im Seminar dann bei Verkäufern, ja, unser Chef oder unsere Chefin, ja, ist ja ganz weit vom Verkaufen entfernt. Andrea-Patzelt.com. Hallo und herzlich willkommen zum Premium Jobs Podcast. Hier ist Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du zuhörst. Martin Limbeck zählt zu den besten Verkaufs- und Management-Trainern in Europa. Er ist ein schillernder Redner, er ist Unternehmer mit 25 Mitarbeitern, er ist Podcaster und er ist mehrfacher Bestsellerautor. Martins Bücher begleiten mich persönlich bereits seit Jahren. Und das aktuelle Buch von Martin Limbeck heißt Limbeck Vertriebsführung. Und darüber sprechen wir heute, wie du dein Verkaufsteam zu Spitzenleistung führst. Doch zunächst mal ganz herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast, lieber Martin. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Andrea. Dankeschön. Freue mich. Ja, sehr, sehr gerne. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich bin heute zu Hause, habe meinen Schreibtisch voll und arbeite die Sachen ordentlich ab. Okay, also dass für Weihnachten alles erledigt ist dann. Ja. Mhm. Das ist super. Genau. Wunderbar. Dann lass uns doch gleich loslegen. Ich bin ja Headhunterin und Recruiterin für Premium- und Luxusautohäuser. Und ich habe mir angewöhnt, die erste Frage an meine Interviewgäste immer nach dem Lebenslauf zu fragen. Und zwar gar nicht mal so im Detail, sondern eher, ob da Zickzacks drin sind oder ob du einen geraden Lebenslauf hast, lieber Martin. Wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Was ist bei dir ein Zickzack-Lebenslauf und was ist ein gerader Lebenslauf? Also. Ja, ich habe eine brave mittlere Reife gemacht, war ein Jahr in den USA, dann eine Lehre zum großen Auslandskaufmann gemacht, bin dann direkt den Außendienst als Kopierer verkauft und war zum Schluss Vertriebsdirektor und habe mich dann direkt selbstständig gemacht als Trainer, war 7 Jahre lang in einem namhaften Trainingsinstitut im Franchise und habe dann 2000 komplett meine eigene Company gegründet. Ist das jetzt ein Zickzack oder ein gerader Lebenslauf? Also für mich wäre der sehr gerade. Ja, also so verkaufen, 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 hast du in meinem anderen Interview gesagt. Das ist so das, was sich so als Leidenschaft auch durchzieht. Ist das immer noch so? Naja, ich habe ja diesen Spruch geprägt, irgendwie, ich bin Unternehmer, der zufällig Verkaufstrainings macht und Managementtrainings macht. Mhm. Und ich glaube, da ist was dran. Ich habe sicherlich schon immer einen Unternehmer-Mindset oder ja, auch ein Verkäufer-Mindset. Ich bin wiedergekommen, ich weiß noch, wie heute aus den USA. Ich habe mir dann drüben meine ersten 1.000 Dollar verdient mit Rasenmähen und dann später im Winter, weil ich in New Jersey, Roselle war, mit Schnee schaufeln. Und ich weiß noch, wie meine Mutter sagte, jetzt habe ich noch 3 Monate Zeit, bis meine Lehre losgeht. Ich suche mir jetzt erstmal einen Nebenjob. Da sagt meine Mutter, kannst du vergessen, dein Bruder studiert gerade in Oldenburg. Außer Taxifahren gibt es einen Nebenjob nichts. So und 3 Tage später hatte ich 3 Nebenjobs und war mal mit 18, 19. Damals war man stolz auf sowas. Heute betrachtest du es rückwirkend mit einem Schmunzeln, der größte Lacoste-Dealer im Hochtaunuskreis. Ich habe dann als Türsteher gearbeitet, später habe ich die Diskothek geführt, habe auch mal aufgelegt. Also ich habe immer schon mehr Geld in der Tasche gehabt wie meine Kolleginnen und Kollegen in der Lehre und habe man irgendwie schon, ja, langfristig beurteilt. Fleißiges Talent ist ja nach wie vor einer meiner Motten und daran glaube ich auch heute noch. Mhm. Und ich stehe heute noch dafür auf, um das Thema Verkaufen in Deutschland salonfähig zu machen. Meine Meinung ist immer noch, dass in Deutschland Verkaufen eher so ein Schmuddelding ist. So, ne? So der Türverkäufer, der dir irgendwie, keine Ahnung, an der Tür ne, früher Hausrat verkaufen wollte oder einen Staubsauger. Und beide Berufe möchte ich damit nicht negativ darstellen, nur das hat für uns eher so ein Schmuddel. Das soll so ein Schmuddeldasein. Ja, manchmal ist das noch so, ne? Also, dass das einfach noch nicht so den Status hat wie in Amerika zum Beispiel, ne? Wenn du da ja, sagst, genau, du bist Verkäufer, dann ist das cool und hier ist das halt, kommt immer drauf an, was du verkaufst. So. Genau, umgekehrt. Wenn du hier sagst, ich bin Verkäufer, dann gucken alle weg und wenn du hier sagst, ich bin Scheidungsanwalt, setz dich, erzähl mal. Und in Amerika ist es genau umgekehrt, mit dem Scheidungsanwalt unterhält sich gerade. Und die sagen, du bist Verkäufer, was machst du genau? Erzähl. So. Genau, genau. Mit dir möchte ich heute sprechen über Vertriebstraining und zwar jetzt für Verkaufsleiter. Also ich bin ja viel in Premium-Autohäusern, ja, habe da sehr viel zu tun jetzt mit Verkäufern
Und im Recruiting ist es dann so, dass dann auch Autohauschefs zu mir sagen, suchen Sie mir doch mal einen Verkaufsleiter. Aus dem Coaching weiß ich, dass gute Verkäufer nicht unbedingt gute Vertriebsleiter sind. Deswegen, wenn du so ein bisschen Einblick dann hast jetzt in die Autohäuser, dann weißt du, du kannst nicht unbedingt den besten Verkäufer dann zum Vertriebsleiter machen. Und du hast ja jetzt, im Oktober ist dein letztes Buch rausgekommen zum Thema Vertriebsführung, was ja sehr cool ist und eine sehr, sehr gute Struktur auch hat. Ich würde da gerne tiefer einsteigen. Du hast das ja ganz wunderbar auch geclustert, dass wir einfach sagen, so, was sind die wichtigen Punkte, worauf kommt es an, wenn du einen Vertriebschef suchst, wenn du einen Verkaufsleiter zum Beispiel für ein Autohaus suchst. Wenn du so erstmal grob, bevor wir in die Tiefe gehen, sagst, was, wenn du einen Verkaufsleiter suchst, was sind so die Kriterien, die wichtig sind, die ausschlaggebend sind? Naja, erstmal vorneweg geschickt, machst du da ja eine Sache aus meiner Sicht extrem gut. Da hast du dich eben auf eine Nische gestürzt, denn nach wie vor ist man unabhängig von dem Autohaus, der Verkaufsleiter, wie auch immer der dann heißt, Regionalleiter, regionaler Verkaufsleiter, der kriegt ja unterschiedliche Namen, ist nach wie vor die schwer zu besetzendste Stelle in Deutschland. Weil genau eins noch passiert, es gibt da keine genauen Untersuchungen drüber, ich gucke immer nach Studien, mein Bauch sagt mir, 80% werden immer noch die besten Verkäufer irgendwann die durchschnittliche Verkaufsleiter, Führungskraft. Weil ich eben als Verkäufer ganz andere Kriterien mitbringen muss als Verkaufsleiter am Ende aller Tage. Natürlich gibt es auch Parallelen und Überschneidungen. Nur auf der einen Seite war ich sehr egoistisch vielleicht unterwegs, was viele Verkäufer leider noch sind. Ich glaube, auch das stirbt ja mehr und mehr aus. So die alten Hunter-Typen, wir werden immer mehr Selling-Teams haben in Zukunft, weil die Kompetenzen ganz andere gefragt sind, die Leute brauchen, wie früher noch an manchen Stellen. Und auf der anderen Seite muss ich halt Menschen entwickeln wollen. Und für mich ist der Verkaufsleiter der ja im Grunde seine Verkäufer entwickeln muss. Ich war selber mal in der Situation, wie ich dann vom Verkäufer zur Führungskraft wurde, weil ich natürlich einer der besten Verkäufer war, auch in dieser Branche. Und ich weiß noch, wie ich klanglos fast gescheitert wäre, weil ich eben nur immer so zu mir selber gesagt habe und gedacht habe, warum macht das nicht einfach so wie ich, verdammt? Ja, genau. Ich war auch erfolgreich. Warum greift er jetzt nicht zu mir? Warum macht er nicht Kaltakquise? Warum ist er nicht preisstolz und so? Und ja, es sind andere Menschen, der braucht eine andere Ansprache, eine andere Handschrift. Und deswegen finde ich das toll, dass du dich darum kümmerst, denn wir machen das eben auch und unterstützen da auch immer wieder. Jetzt jemand im Einzelcoaching in deiner Branche, da habe ich es geschafft, dass der Verkaufsleiter und der Inhaber, weil sie auch noch miteinander verwandt sind, das Thema gelöst haben. Ja. Nämlich, da war der Verwandte, der Verkaufsleiter. Aber es ist ein hervorragender Verkäufer und ein ganz feiner Mensch. Aber er ist nicht der, der auf den Tisch hauen möchte und Führungskraft ist. Und das haben wir jetzt schön gelöst und er hat jetzt eine Sonderposition im Hause, kann also weiter seinem Verkauf nachgehen, ist einer der besten Verkäufer für den Bereich, den er dort macht. Und der Inhaber des Autohauses führt jetzt erstmal wieder selber den Vertrieb und dann werden wir jetzt ihm langsam jemanden suchen und aufbauen. Okay. Nach was für Kompetenzen suchst du denn dann? Also jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel den Auftrag hast, einen Vertriebsleiter zu suchen, was sind wichtige Kompetenzen, die du brauchst? Ja, wir machen das ja nicht selber. Wir haben ja eine Partnerunternehmung, die Sales Ranger, die das übernimmt. Ja, wir haben eben auch uns das Thema Training und Beratung über die Jahre auch immer mehr zusammengewachsen. Und das machen wir eben auch dann für ausgesuchte Leute. Was brauchst du für Fähigkeiten? Also ich denke erstmal, es fängt schon damit an mit der Selbstführung. Wer andere führen will, muss sich selbst führen. Ja, und das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte. Wie weit habe ich die Selbstführung so für mich drin, indem ich eben weiß, wie ich funktioniere? Ja, und es ist wesentlich wichtig, zum Beispiel Selbstführung gleich Selbstorganisation plus Selbstsorge, dass ich eben hergehe und erstmal meine Stärken mit dem Selbstbild einschätzen kann. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn wir die Übung machen, Selbstbild, Fremdbild in Seminaren oder wenn wir mit Verkäufern, Verkaufsleitern sprechen oder Führungskräften, wie wahnsinnig doch stark das Selbst- und Fremdbild auseinandergehen. Unglaublich, ne? Ja, ich sehe es auch immer wieder. Wahnsinn. Wo ich auch manchmal denke, verdammt nochmal, gut, jetzt, ich bin 53 geworden, benehme ich zwar auch manchmal noch wie 17 und fühle mich wie 40, aber ich weiß genau, was ich kann und was ich nicht kann, weißt du? Und die Frage, die ich mir stellen sollte, warum bin ich im Vertrieb und warum bin ich Führungskraft im Vertrieb? Ja, weil viele haben mir früher schon immer gesagt, als junge Verkäufer, ach, wissen Sie, Verkäufer mache ich ja nicht immer, na, ich werde irgendwann Führungskraft werden. Wissen aber gar nicht, dass sie oft, und so ist es nach wie vor, ein guter Verkäufer kann immer mehr verdienen wie eine Führungskraft, wenn es ein sehr provisionslastiges Geschäft heute noch ist. Das ist dann schon wieder für Führungskräfte schwierig, wenn sie Verkäufer haben, die mehr verdienen.
Und die Frage ist halt, ja, ich habe ja ganz andere Fähigkeiten dann, ganz andere Themen. Also ne, ich bin jetzt da dazu verdammt, Leute zu entwickeln. Vorher musste ich nur mich selber entwickeln, Abschlüsse machen. Jetzt muss ich helfen, dass andere ja Abschlüsse machen. Das ist so wie, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, da haben wir eben im Direktvertrieb, also Door-to-Door Kopierer verkauft, dann, wie es so schön heißt, B2B-Kunden. Dann, ne? Und dann sind welche gewechselt zu Coda oder damals Xerox, die haben so eine große Druckmaschine verkaufen wollen, wo du so im Jahr ein oder zwei von machst, wenn es gut läuft. Die sind fast alle gescheitert, weil ihnen der kurzfristige Abschluss von den 20, 30 Kopierern im Monat oder da mal fünf, da mal sechs gefehlt hat, also das direkte Feedback. Und das muss ich eben als Führungskraft auch wissen, wenn ich eben aus dem Verkauf ausgehe, die Führungskraft, habe ich nicht mehr so ein direktes Feedback, wie ich tagtäglich von Kunden habe. Ja, das musst du dann dir selber auch geben. Du hast jetzt gesagt, also Selbstorganisation und Selbstsorge. Was meinst du mit Selbstsorge? Ja, wenn du mal schaust, ich habe das mal mich damit auch nie beschäftigt so richtig, weil ich ja mir auch viel abverlangt habe in jungen Jahren, auch heute noch irgendwie. Nur heute gucke ich da besser hin. Mir hat mal eine Anästhesistin gesagt, dass ungefähr 50% aller Ärzte Drogen nehmen. Speziell Chirurgen. Warum? Weil sie nicht damit klarkommen, dass sie irgendwie einen 18 Stunden operiert haben, dann noch zwei Tage überlebt und ist dann gestorben. Und ich erlebe eben viele Führungskräfte so unter Druck, dass sie halt auch, ne, komm, wir machen uns mal ein Gläschen auf zum Runterkommen oder andere Themen haben. Und da gibt es ja auch viele, die extrem unter Druck stehen, die sich den Stress ja selber machen. Und da geht es eben auch drum, wir reden heute alle, ich bin auch kein Freund von Work-Life-Balance, ich hasse dieses Wort. Warum? Weil ich trenne Arbeit und Leben und ich sage immer, ne, Arbeit kann auch Leben sein und Leben ist auch Arbeit. Ja, das nichtsdestotrotz brauche ich meine Momente zum Aufladen. Nur mal ein Beispiel, gestern hatte ich zwar keinen guten Moment, aber meine Frau, der mich verfolgt, weiß, dass mein Sohn, wir waren gestern in Paderborn beim Fußball. Das ist für mich relaxend, das ist für mich eine Art Meditation, der Polizeikorps von Frankfurt, wenn wir im Stadion auch sind. So, da lerne ich aber gestern auch wieder drei Leute kennen. Jetzt hat er mein Kunde einen eingeladen, der bei einem großen Einzelhändler ist. Haben wir Karten getauscht. War das jetzt Freizeit oder Arbeitszeit? So, und das will ich damit sagen. So, nur ich brauche halt Sachen zum Auftanken. Und wo ich heute von überzeugt bin, weil ich früher als junger Mensch auch nicht geglaubt habe, Innovation und neue Ideen kommen meist besser in Ruhe wie unter Stress. Ja, stimmt. So, und wie gehe ich also mit solchen Herausforderungen um? Und Selbstsorge ist eben auch, dass ich mich selber kenne, für mich sorge, dass ich in einem, weil du bist ja als Führungskraft, schau, alle gucken, was du anhast, alle gucken, wie du redest, kann der selber verkaufen. Wie oft höre ich im Seminar dabei Verkäufern, ja, unser Chef oder unsere Chefin, ja, ist ja ganz weit vom Verkaufen entfernt. Ja, oder wenn du dann mitgehst, ja, sagen, dann gibt es auch Chefs, die sagen, ja, wäre ich nicht mitgegangen, hätte die Andrea den Auftrag jetzt bei dem Kunden nicht gemacht über die 10 Autos. Und der Chef sagt dann, Andrea hat es gemacht, ich habe dabei gesessen, so soll es ja auch sein. Ja. Also, da sind viele Themen, die ich umlernen muss, wenn ich in die Führung gehe. Okay, du hast ja in deinem Buch ein Kapitel, das heißt, nicht nur Kleider machen Leute, werde die Persönlichkeit, die du bist. Meinst du das damit? Ist das damit, dass du einfach sagst, du schaust hin, du guckst, was du brauchst, du sorgst für dich, du schaust auf dich? Oder was meinst du damit? Sowohl als auch. Einmal klar, es ist ja auch schon so, dass ich hatte mal einen Autohändler, sehr erfolgreicher in seiner Branche, und der verlangt heute noch von seinen Leuten, dass sie eine Krawatte tragen. Weil ich heute ganz offen sage ich auch, ich glaube, die Krawatte ist gerade tot. Das heißt nicht, dass sie nicht wiederkommt. Ich glaube nur, sie hat überlebt. Selbst in Banken, Finanzdienstleistungen, die letzte Bastion der Krawatte. Ne? So. Das heißt ja nicht, dass ich trotzdem mal Manschettenknopfhemd tragen kann, schönen Anzug tragen kann. Aber das fand ich cool. Er sagt, bei manchen meiner Verkäufern gibt die Krawatte noch mehr Halt. Und da bin ich dabei. Ja. So. Und natürlich ist Kleidung ein Thema, nur Thema ist auch Einstellung zum Verkaufen. Also verkaufe ich gerne, sehe ich den Kunden nicht als Gegner, sondern ne, als jemanden, der mir mein täglich Brot beschert. All das gehört mit zu dem Thema rein. Okay. Wie sieht es aus jetzt mit, steht auch negative Glaubenssätze überwinden. Ist das das, was du meintest mit dem Verkäufer-Image? Oder was brauchst du noch, um ein guter Vertriebschef zu sein? Was hält dich häufig zurück? Naja, wir haben ja alle Glaubenssätze, der eine mehr, der andere weniger, positive, negative. Und ein negativer Glaubenssatz zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Ja, ich hätte den Mitarbeiter doch nicht einstellen sollen, da ich mich zu sehr auf meinen Bauch verlassen. Also ich habe ja
negative Glaubenssätze und eben auch positive Glaubenssätze. Mhm. Ja, also ich mag Menschen, ja, ich bin ein guter Menschenentwickler. Es findet ja sehr viel in der, wir wissen ja erst so seit 150 Jahren ungefähr, dass wir ein Unterbewusstsein haben. Mhm. Und ich glaube ja zutiefst daran, dass unser Unterbewusstsein exorbitant stärker ist als unser Bewusstsein. Mhm. So, heißt, wenn ich also mit mir selber spreche, auch als Verkäufer zum Beispiel, sitzt in einem Autohaus, da kommt ein Kunde und eine Kundin rein und dein innerer Verkäufer sagt schon, so wie der aussieht, kauft der sowieso nicht. Du brauchst deinen Schreibtisch schon gar nicht mehr verlassen. Ja. Ja, so. Und das ist, sind ja auch Glaubenssätze. Das heißt, ich brauche positive Glaubenssätze, ja, um mich in die richtige Stimmung zu bringen, denn Stimme, Stimmung haben denselben Wortstand und nur wenn ich gut rüberkomme, werde ich auch gut verkaufen. Okay. Gut, dann sind das erstmal so die grundsätzlichen Voraussetzungen. Jetzt hast du ja auch ein Unternehmen mit 25 Mitarbeitern oder über 25 Mitarbeitern. Du sagst, du hast das Recruiting ja dann in dem Sinne outgesourced. Nur Recruiting und Onboarding ist ja auch ein wichtiger Punkt, um wirklich eine schlagkräftige Mannschaft zu haben. Also wir machen beides noch. Also ne, ich kriege das vorgefiltert, aber ich habe immer noch selber meine Bewerbungsgespräche, ganz klar. Und das Onboarding, was du sagst, ist das Wichtigste. Ich glaube, das unterschätzen ganz viele Unternehmen auch heute noch. Ja? Also die ersten sechs Wochen bis drei Monate, wir nennen es die Prägephase, ja, wenn die nicht gut laufen, ist der Kandidat schneller wieder weg, wie er gekommen ist. Da wird viel falsch gemacht. Okay, lass uns doch mal beim Recruiting starten. Was sind so wichtige Dinge? Also wenn ihr jetzt Verkäufer sucht, wie macht ihr das? Sprecht ihr dann Kollegen an? Du bist ja auch extrem verdrahtet. Sprichst du direkt Leute an oder schaltet ihr Anzeigen? Oder wie kommst du an gute Verkäufer? In der Tat mag sich jetzt ein bisschen lustig anhören, aber meine Marke ist doch so stark, dass wenn wir das mal bei Facebook, Social Media posten, wir haben auch schon natürlich die einschlägigen Seiten auch genutzt, die es so gibt wie Indeed oder Stepstone. Doch wir kriegen tatsächlich das meiste aus dem Umfeld, sprich über, wenn ich das in einem Video sage oder poste, da kommt relativ viel oder wir sprechen ganz gezielt Leute an. Ich mache das lieber meinen Kunden, klar. Da bin ich viel zu viel Gentleman für. Ich habe manchmal, dass ich einen Verkäufer von einem Kunden bewirbt, dann frage ich immer erst den Kunden, ob das okay ist, dass er sich bei mir bewerben darf. Ja. Oder der hat schon gekündigt und kommt dann, aber wir machen das nicht aktiv. Ja, weil dann würde ich mich ja unglaubwürdig immer noch bei meinen Kunden verbrennen. Doch wenn wir eben sagen, dass wir Leute suchen, Mundpropaganda, wir kriegen noch eine Menge guter Bewerbungen, weil die Leute natürlich wissen, wenn sie irgendwo verkaufen lernen können, dann bei uns. Und wie findest du dann raus, ob der das Talent hat, ob der die Möglichkeiten hat, das Potenzial, sich zu entwickeln, ein guter Verkäufer wird? Schau, steht auch in meinem Buch, das ist kein Geheimnis mehr. Ich führe natürlich ein Bewerbungsgespräch und in erster Linie klopfe ich denjenigen erstmal ab. Ich mache Bewerbungsgespräche tatsächlich anders. Mhm. Ja, also mich interessiert zum Beispiel der Lebenslauf nicht als erstes, ob der jetzt, wie du am Anfang sagst, gradlinig oder zickzack, sondern ich gucke eben nach Lücken, wie lange war der, wo und hinterfrag das. Dann nochmal ein schönes Beispiel. Ich hatte jetzt jemanden, den ich auch gerne genommen hätte, hat dann letztendlich nicht sein sollen wegen Umzug, weil er gerade erst umgezogen war und ein paar private Themen. Der hatte zum Beispiel so einen Zickzack-Lebenslauf, wie du ihn beschrieben hast, und war zum Schluss bei einem sehr großen, bekannten deutschen Unternehmen, was auch sehr gut unterwegs ist. Und da war er nur ein Jahr. Und das machte mich skeptisch, wenn er sagt, er war einer der besten Verkäufer. Mhm. Und da schreibt natürlich auch keinen Lebenslauf rein. Und dann sagt er, kann dir die Wahrheit sagen? Ja, wir duzen uns, weil er auch schon mal wieder auf dem Seminar war. Ich habe den Führerschein verloren. Mhm. Und die Policy des Unternehmens ist ganz klar, wer den Führerschein verliert, der fliegt. Weil die haben 650 Verkäufer im Außendienst. Ich habe dann auch gefragt, konnte ich nicht im Innendienst? Sagt er, nee, dann macht es Schule und dann ist es bei allen so und ist bei denen halt so. Ich konnte da nicht zurück. Okay. Und das hat er mir glaubhaft verkauft. So, eine Sache. Zweite Sache, was ich immer tue, steht auch in meinen Büchern auch kein Geheimnis mehr, wenn ich eben zu dir sage, Mensch, Andrea, machst du gerne Telefonkaltakquise? Mhm. Ja, total. Sag ich, prima. Hier ist ein Telefon, da ist eine Liste, Attacke. Ja, mach mal. Ja. So, und da siehst du jetzt schon, ob der Ausreden hat, ich kenne ihre Branche nicht, da. So, und ich hatte hier einen sitzen, auch als Trainerbewerber, ich suche auch Junior-Trainer, das war ich total sympathisch, ein junger Mann, der mich auch seit vielen Jahren kennt, auf meinen Seminaren war, in der Finanzdienst, also macht hauptsächlich Baufinanzierung. Baufinanzierung ist natürlich im Moment, also wenn du mit Baufinanzierung im Moment nicht erfolgreich bist, dann weiß ich nicht, was du erfolgreich sein willst in den letzten drei Jahren. Und den konfrontierte ich dann wohl auch, weil er es noch nicht in meinem Buch gelesen hatte, ist auch drei Jahre her, den konfrontierte ich dann damit, okay, du weißt ja, als Trainer musst du viel Kaltakquise machen, Katze kann, ja. So, dann habe ich gesagt, gut, der hat nicht damit geredet, ich sage, dann jetzt.
Und ja, hat mir hinterher eine liebe E-Mail geschrieben, wirklich sehr, sehr liebevoll auch und sehr nett. Mensch, Martin, danke nochmal für die Lernkurve. Ich habe viel Baufinanzierung gemacht, da kamen die Leads von alleine rein. Ich hätte doch nicht unterschätzt, wie hart der Job des Trainers ist, dass ich eben Kaltakquise machen muss. Das habe ich lange nicht gemacht und ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte. Und dann haben wir uns beide viel Zeit gespart. Mhm. Also ich lasse denjenigen das machen und was bei uns auch Pflicht geworden ist, ohne Probearbeiten stelle ich gar keinen mehr ein. Also du hast dann ein persönliches Interview, wo du tatsächlich sehen willst, wie reagiert der, wie arbeitet der? Hat er wirklich dann den Griff zum Telefon gleich drauf oder findet er Ausreden? Und dann machst du Probearbeiten? Immer. Dann bei uns noch ist Pflicht, dass 90% meiner Kunden heute machen das auch so wie ich, wenn wir mit uns enger zusammenarbeiten, ist Insight. Ich stelle niemanden ohne eine Insights-Analyse ein. Mhm. Ja, die schenken wir auch. Das ist eine Potenzialanalyse. Da geht es auch nicht um besser oder schlechter, sondern habe ich jemanden für den richtigen Job. Zum Beispiel jetzt habe ich einen Menschen hier, der will nochmal im Januar zum Probearbeiten kommen, war noch nicht im Verkauf, hat ein hochgelbes, grünes Profil. Mhm. Key Account Kundenbetreuung würde ich den sofort nehmen. Okay. Wenig Rotanteil, also Dominanz, ja. Direktor-Style, wenig Blau, also Daten, Zahlen, Fakten. Mhm. Und ihm fehlen, und deswegen mache ich Insights so, weil Insights eben auch die Motivation und Wert hat, wenig Individualismus und wenig ökonomischen Antrieb. So. Okay. Mein Team sagt aber, sie hätten lange keinen mehr so gut telefonieren hören. Was soll der machen? Der soll Termine machen. Mhm. So, wenn der mir ein paar gute Termine macht bei Großkunden, wo wir dann hohe sechsstellige Beträge pitchen oder siebenstellig, ideal. Also der kommt nochmal zum Arbeiten. Also war aber eine Sache, wo ich dann besser noch hingucken kann, wenn ich noch eine Potenzialanalyse dazu nutze, weil ich glaube, viele Unternehmen machen sich darüber keine Gedanken, was Fehleinstellungen kosten. Wir haben jetzt ein anderes Autohaus, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Ich mache ja auch einiges im Autohaus im Trainingsbereich. Mhm. Da sieht der Chef nicht, dass die Fluktuation auf die Stimmung der Mannschaft geht. Wie oft hören wir da im Seminar, ach, Andrea, ne, ich habe da schon genug überlebt, auch den Martin und den Meier und den Uwe, den wir ja auch wieder überleben. Ja, das ist häufig, ne, so eine Aussage. Und das ist traurig, ne? Es ist wirklich, genau, wenn da so Resignation und Frustration durchkommt, das ist wirklich schade, weil die Leute dann auch keinen Bock mehr haben, irgendwie sich einzubringen. Und ich habe auch viel Ausdruck in meinem Leben und ich glaube, das kennst du auch. Es ist immer noch so, dass du auch mal eine Fehleinstellung triffst. Klar. Das ist einfach so. Auch wir haben jetzt wieder zu Weihnachten haben uns 3 Leute verlassen. Mhm. Ja, und einen habe ich gekündigt. So, habe ich ein Jahr probiert, also für meine Verhältnisse extrem lang. Es hat aber einfach am Ende nicht gepasst, weder menschlich, wo ich sage, also ich stelle immer noch nach dem Motto ein, ist das ein Mensch, mit dem ich freiwillig ein Bier trinken gehen würde? Mhm. Ja, weil wenn ich die Frage nicht mit Ja beantworten kann, dann tue ich es nicht. Okay. Hat mir dann jetzt nochmal bei einem Jahresfeedback-Gespräch Übergabe der Leads erklärt, was wir hier alles falsch machen, hat aber selber in 12 Monaten nichts auf die Kette gekriegt. So. Und das ist eben so ein Thema, wo ich sage, schwierig. Ja. Okay. Also lass uns mal ganz kurz zum Recruiting-Prozess. Also stellst du in erster Linie rote Typen dann ein? Oder was brauchst du für einen guten Verkäufer? Was hat der für eine Farbe? Das kommt ganz drauf an, was ich will. Also soll der Termine machen? Kann mir der Gelb-Grüne da schon ruhig helfen? Mhm. Frage ist nur, kommt er mit der Ablehnung auf lange Sicht am Telefon klar? Mhm. Weil, du weißt selber, es gibt keinen Beruf, wo du so klar Feedback und Ablehnung bekommst wie im Verkaufen. Ja, und so schnell. Zack, ja. du wählst, ist ja schon so, du wählst einen Durchfall an, der geht nicht dran, ist ja schon eine Ablehnung, ne, so. Ja. Irgendwo. So, und dann, ne, eben rief noch jemand an, hat einer meiner Mitarbeiter mit dem Geschäftsführer Kontakt gesucht und gesagt, ja, wir haben uns ihre Sachen angeschaut, möchten erstmal nicht, brauchte ich jetzt mit, ne? Jetzt habe ich das angenommen für den Mitarbeiter, da gehen wir natürlich mal dran. Geschäftsführer selber, weil es die Assistentin, die angerufen hat, mit der brauche ich jetzt kein Verkaufsgespräch führen. Da merkte ich schon, die ist nur der Überbringer der Botschaft darin, wenn muss ich ihn ans Telefon kriegen. Mhm. Mhm. Und wir wissen ja heute aus Insights heraus, ein Team funktioniert, gibt es jede Menge Studien darüber, ein Team funktioniert immer nur dann, wenn alle Farben vorhanden sind. Heißt, ich brauche also ein Team, wo alle Farben vorhanden sind, mit unterschiedlichen Aufgaben. Also würde ich den jungen Mann, den ich eben beschrieben habe, jetzt nur dafür nutzen, um meine offenen Seminare zu verkaufen, wo er am Telefon closen soll, würde ich ihn nicht nehmen. Mhm. Nutze ich ihn aber dafür, auf Großkundenebene Kontakte zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und Termine bei Vorstand und Geschäftsführer zu legen, kann der Mann ideal sein. Gelb-grün Profil.
Also weißt du vorher, was du willst und danach suchst du dann gezielt die Leute aus und kannst dann einfach, ja Sicherheit hast du ja sowieso nicht 100%, aber doch ein gewisses Maß an Sicherheit, ob der Mensch dann passt und entwickelt werden kann. Genau, ja, und ich gucke mir halt eben an, wo habe ich hier in meinem Team die Guten gehabt und gucke, dass ich diese Farben halt matchen kann. So, und das ist mir ein wichtiger Punkt. Ja. Wir haben jetzt einen jungen Mann verloren aus Heimweh, der kommt aus dem Baden-Württemberg, der geht wieder zurück, weil er eben Heimweh nach der Familie hat, war es erstmal von zu Hause weg, hatte dann hier ein Mädel, das hat dann auch nicht funktioniert, den verliere ich ungern. Und dem sage ich auch, wenn du sauber gehst, hier ist immer eine Tür auf, wir haben ein paar Rückkommer auch. Okay. Wir haben schon zwei Leute in den 3 Jahren, wo wir jetzt erst in Wese sind. Ich habe ja nochmal meinen kompletten Firmensitz verlegt vor 3 Jahren, das war wie Neustart auch. Ja, du warst in Hessen vorher, ne? Genau. Bei Frankfurt. Ich stand in Taunus, jetzt in Wesel am Niederrhein. Und mega, ja. Also wir haben tolle Leute dazu bekommen und den zum Beispiel würde ich jederzeit wieder nehmen. Und wir haben eben zwei Leute, die sagten erst, ja, Wesel, musst du wissen, ist jetzt auch nicht, wir wohnen auch noch ländlich, wir haben immer schon Büro und arbeiten unter einem Dach, also alles getrennt hier, so. Aber das hatte ich in Königstein auch schon, eine Etage Büro, die andere Etage oben drüber wohnen. Da musst du halt schon Leute finden, die Bock haben auf Land. Und der junge Mensch geht dann eher in die Stadt. Deswegen haben wir auch nochmal ein Zweitbüro eben in Bad Camberg bei Frankfurt für Leute. Aber den haben wir jetzt einen gehabt, der hier war, der ist jetzt in Bad Camberg zurückgekommen, weil er nach Frankfurt gegangen ist. Dabei einem Personaldienstleister zum Schluss war und dann hört er, dass wir die Sales Ranger gründen. Und dann ist er gekommen und macht da jetzt das Headhunting. Ja, und das ist ja ein Kompliment für dich, ne? Also wenn dann die Leute zurückkommen. Absolut. Weißt du, wenn du jung bist und nach der Lehre bei uns anfängst, wir sind ja auch beste Arbeitgeber in NRW geworden und beste Consulting-Company bundesweit. Gratuliere. Bei uns immer der Kühlschrank voll, gerne da, wir haben auch einen Kicker. Der Kühlschrank ist voll? Was ist damit werben wir auch in der Anzeige bei uns immer. Okay, voll. Das heißt, was ist denn da drin? Okay. Wir kochen jeden Mittag, also hier im Innendienst, also ich bin ja auch wenig da, aber es wird im Innendienst gekocht, das ist mir auch wichtig. Aha. Weil es ein Team-Event, die sitzen zusammen, tauschen sich aus, ja, und es fährt keiner weg, Doppelwopper. Die gehen zwar noch mal eine Runde spazieren hier, was völlig okay ist, aber wenn hier alle erst nach Wesel wegfahren würden oder hier sich was holen würde oder mitbringen würde, so ist es effizienter für alle. Die sparen sich das Geld und es finden auch alle mega. Okay, das ist ja also ein Punkt von deinem, du hast es im Buch genannt, Teaming, also wie du deine... Genau. Erfolgreichen und leistungsfähigen Teams führst, indem die einfach dann ja einfach auch gemeinsam essen. Das schweißt ja auch schon zusammen. Ne? Also wenn da keiner wegrennt und dann zusammen und dann wird zusammen gespült. Ja, es wird aufgeräumt. Der eine arbeitet auch mal zu. Also von daher, ja, finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Dann habt ihr jetzt bei euch nicht das Thema, wer die Spülmaschine einräumt, so wie das in den Autohäusern immer ist. Ob du lachst oder nicht, ich mache das auch mal. Ja. Was ja gut ist, weil du Vorbild bist und wenn deine Leute sehen, dass du es machst, dann machen die anderen das auch. Ne? Also, weil das ist ja häufig das Thema, dass die Spültassen oder die Kaffeetassen sich im Spülbecken türmen und keiner macht's. Und wenn der Chef es dann persönlich macht, dann hat das eine andere Wirkung. Absolut. Okay. Super. Sag mal, was machst du? Du hast mir ein bisschen erzählt jetzt, nach welchen Kriterien du deine Leute aussuchst. Wie entwickelst du die Mitarbeiter, dass die weiterkommen, dass die einen Plan haben? Also bei uns ist schon so, dass wir halt klar hergehen und durchlaufen die Leute alle meine Seminare, ist klar, ja, im offenen Bereich. Ich nehme immer wechselnd mal im Monat einen mit, auch mal wieder auf ein Inhouse-Seminar beim spannenden Thema, was er von mir noch nicht kennt. Und nehmen wir mal einen Mitarbeiter bei mir, der bei mir die Lehre auch gemacht hat, der jetzt in der Führungsposition ist, der hat das ganze Thema um Anabiku, unsere Agentur für nachhaltige Bildungskonzepte, wo wir E-Learning machen und E-Learning-Konzepte machen. Der war bei allen guten Leuten, die sich mit diesem Thema beschäftigt, in den letzten 3 Jahren auf Seminaren. Die können sich auch selber was aussuchen. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der so eine Datenbank hat an Audio-CDs und Files, wie wir sie haben, die sie hören können. Wir haben eine Bibliothek, wo du die Bücher mitnehmen kannst. Aber wenn einer kommt und sagt, ich möchte gerne eine Ausbildung machen oder eine Weiterbildung machen und da hat jeder sein Kontingent im Jahr für, dann kann er es jederzeit tun. Okay. Ich bin ja froh, wenn die Leute sich entwickeln. Wie oft sprichst du mit den Leuten? Jeden Tag? Oder wie oft sprichst du mit deinen Mitarbeitern? Ich habe ja auch bei 25 Leuten brauchst du ja auch eine Struktur, ne? Also mit meiner wichtigsten Mitarbeiterin, nämlich meiner Assistentin, gleichzeitig die Indien-Chefin und die auch hier mein Geschäft macht. Meiner Frau rede ich jeden Tag. Ja. Klar. Besser ist das, Martin. Besser ist das, ja. Und mit meinen beiden anderen Direktoren, sozusagen, einmal mein Leiter von Sales Ranger und auch
längster Mitarbeiter. Olaf ist 15 Jahre bei mir, so der Sales Director, mit dem spreche ich auch fast täglich. Mhm. Und mit Michael, dem anderen, der jetzt seit 2 Jahren bei uns ist, der unser Geschäft auch weiter nach vorne treibt, mit dem spreche ich auch alle 2 Tage spätestens. Mhm. Mit meinen anderen Leuten mache ich immer das Jahresgespräch, Anfang des Jahres immer zwischendrin mal. Ich bin ja kein Freund von dieser offenen Türpolitik. Ja, da bin ich ja großer Gegner von. Warum? Ich komme dann selber zu meinem Tag und ich habe das High-Performance-Prinzip entwickelt aufgrund meiner Leute, die gesagt haben, wie schaffen wir es, Umsätze zu verdoppeln? Und da habe ich ja einen eigenen limbeckprinzip.de, einen eigenen Timer mit 25 Minuten und mein Tag ist immer in 25-Minuten-Einheiten, maximal 3 Einheiten am Stück für ein Thema, Präsentation oder Buchschreiben eingeplant. Und ich sage meinen Leuten, macht einen Termin mit mir, weil dann bin ich auch für euch da. So wie ich beim Kunden, beim Termin pünktlich bin, bin ich auch pünktlich bei meinem Termin. Okay. Ist nicht noch meine E-Mail offen, setze ich mal, warte mal einen Moment. Und ich mag dieses nicht an die Kaffeemaschine gehen, hast du mal einen Moment, Chef. Mag ich nicht, weil dann okay. Habe ich meinen Tag nicht geschaffen. Also ich habe auch nichts von ihrem Chef. Deine Mitarbeiter buchen dann 25 Minuten bei dir, wenn sie das Gefühl haben, sie möchten mit dir sprechen. Zum Beispiel. Okay, oh, wie cool. Also bist du nicht immer greifbar, sondern du möchtest einfach, dass deine Mitarbeiter dann sich vorbereiten, dass sie die Zeit dann einfach gezielt und fokussiert dann mit dir nutzen und du dann entsprechend absolut die Zeit dann auch nimmst. Für alle Beteiligten gut. Also die freuen sich auch, weil dann bin ich auch wirklich da. Okay. Mir fällt auf, wie persönlich du auch über deine Mitarbeiter sprichst. Also es scheint dann tatsächlich so für mich jetzt, wenn ich es höre, dass du sehr hands-on auch führst, dass es dir ganz, ganz wichtig ist, den Einzelnen auch zu sehen und zu entwickeln. Das ist dann jetzt nicht nur die Mannschaft generell, sondern du hast da jeden Einzelnen im Blick. Früher habe ich immer so Geheimniskrämerei gemacht. Hab Sachen geheilt, weil ich dachte, ich bin der Wichtigste, der sowas weiß und die Geheimnisse nicht austragen. Ich habe es ja jetzt in meinem Buch geschrieben. Ich mache immer gerne in einem Seminar folgenden Test. Ich nehme immer so eine Einmannkarte, kennst du auch, aus einem Moderatorenkoffer. Ja. Dann schreiben Sie mal Ihren besten Freund oder Ihre beste Freundin hin, wenn Sie sowas haben. Mhm. Ja, dann schreiben Sie den Hund dahin. Dann schreiben Sie Ihre beiden Low-Performer hin und Ihre beiden Top-Performer dahin. Mhm. Um mal mit den beiden Begriffen zu arbeiten. Okay. So, müssen Sie keinem zeigen, sage ich, ein Selbsttest. Gibt Ihnen aber einen schönen Aufschluss gleich über eins, wie ich finde, sehr wichtiges Thema. So. Und dann gehe ich ans Clipchart und sage, jetzt schreiben Sie mir für alle 5 das Geburtsdatum auf. Mhm. Auch das Jahr? Ja, das Geburtsdatum. Jetzt schreiben Sie Familienstand auf. Ja, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Dann Hobby, dann Lieblingsessen, dann Lieblingsreiseziel. Und warum arbeitet denn Ihrer Firma jeden Tag mit? Mhm. Und da kommt natürlich was Herrliches raus. Ich sage, meine These, Sie wissen sowieso alle viel zu wenig und meistens wissen Sie bei Ihren Top-Performern mehr wie bei Ihren Low-Performern. Da hast du immer Nicken im Seminar oder manchmal auch Fremdschämen so richtig mit. Ja. Schämen, weil Sie so wenig wissen. Ich sage, was war das Einfachste an dem Geburtsdatum? Weil das ploppt in Ihrem Kalender bestenfalls hoch, wenn Sie einen geführten Kalender von einer Assistentin oder selber haben. Mhm. Aber wenn Sie nicht wissen, wie der Familienstand ihrer Leute ist, wenn sie nicht wissen, dass da gerade eine Trennung mit dem Mädel ansteht oder mit dem Bub oder Kind ist krank. Das schlägt nun mal auf die Performance und wir können heute nicht einfach aus dem Haus rausgehen oder ich habe Streit mit meiner Frau oder Mann oder lebe Entscheidungen und drücke den Knopf und dann, schönes Beispiel, jetzt gerade passiert. Mhm. Ich habe einen Mitarbeiter, das ist ein schönes Beispiel, Namen sind Schall und Raus, aber den mag ich unwahrscheinlich gerne leiden, weil er ein ganz großes Herz hat. Dem ist ein Haustier gestorben. Und zwar keine Katze, kein Hund, sondern ein kleiner. Aber für ihn ist dieses Haustier, ist für ihn halt wie ein Hund oder eine Katze. Also ich habe 3 Hunde. Wenn einem meiner Hunde was passieren würde, würde ich auch Rotz und Wasser heulen, weil ich eben auch sehr eng mit meinen Hunden bin. Das sind alles Rüden. Ich bin halt der Alpha-Rüde hier. Bei Königspudel, ich sage, mein Leben ohne Königspudel wäre machbar, aber völlig sinnlos. So, jetzt hat der Tag freigekriegt von uns. Erstmal. Mhm. Und da hat auch wirklich geweint, weil ich total nachvollziehen konnte. Und dann schrieb er mich an, jetzt schrieb er mich an am nächsten Tag und sagte, Martin, ich bin heute immer noch nicht so richtig drauf, es war ein Donnerstag, kann ich nur Social Media heute machen und ich mag noch nicht telefonieren, mir geht's immer noch schlecht. Und habe ich mir dann gesagt, ich rufe ihn in der nächsten Pause an. In der nächsten Pause an und habe gesagt, du pass mal auf, nennen wir mal Andreas. Andreas, du hast ja 2 Möglichkeiten. Und ich kann total nachvollziehen, wie du dich fühlst, wenn einem meiner Hunde was passieren würde heute, würde ich Ort zum Wasser holen. Nur pass auf, ich habe dann Kino gleich mit 150 Leuten. 4x1,5 Stunden, die bespaßen Führungskräfte. Mhm. Ich muss da jetzt gleich rein. Selbst wenn einem meiner Hunde was passiert, wären wir, die sind für mich alle hier nach Berlin gekommen. Müsste ja, du hast jetzt 2 Möglichkeiten. Du nimmst dir 2 Tage frei, gehst zu Andrea, lässt dir 2 Tage Urlaub geben und atmest nochmal 4 Tage durch und gibst montags wieder Vollgas. Oder du tust deinen kleinen Popo zusammen,
weißen jetzt und telefonierst, weil das ist dein Job. Mhm. Und ich sage, es ist und bleibt auch meine Hunde, es bleiben Tiere, es ist nichts deiner Familie passiert, es ist nur deinem Tier was passiert. Und ja, ich weiß, das Schlimme ist. So, jetzt ist für den wirklich das Tier, ich kenne auch seine Familienhintergründe, das ist wie für mich meine Hunde. Ja, könnt ihr euch sagen, es ist ein Kaninchen gewesen. Ja, so. Mhm. Aber wenn ich das nicht weiß, wie wichtig für ihn das Kaninchen ist, dann kann ich nicht so mit ihm sprechen und kann nicht so mit ihm arbeiten. Ist klar. Ist klar. Auch jemand, der zurückgekommen ist, der war weg und ist dann zurückgekommen, der Andreas, mhm. um mal ein Beispiel jetzt zu bleiben. Okay. Da kann ich schon trennen, aber ich muss es wissen. Oder nimm das einfache Beispiel, nimm dein Autohaus wieder, du willst mittags essen gehen, für mich der Lunch ist für Loser, so eine kleine Metapher immer noch, weil ich brauche die Mittagspause im Seminar, ich kriege meinen Tag sonst nicht geschafft und ich kriege meist nur einen Eiweißshake oder so, weil ich brauche die anderthalb Stunden mittags, weil ich nur dreimal am Tag E-Mails mache, ich sage immer, wer dreimal, mehr wie dreimal am Tag E-Mails macht, der ist keine Führungskraft und hat sein Leben abgegeben. Und das ist bei mir halt ab morgens, mittags und abends, wenn ich vor allem im Seminar bin. Okay. Und das kann ich halt eben dann nur wissen, wenn ich das mit den Leuten mache. Jetzt nehmen wir aber mal an, du willst einen Mitarbeiter mal motivieren. Du weißt halt, dass der gerne Flugente ist, 1 Million Kilometer rückwärts beim Chinesen geflogen. Und du bist halt lieber zum Italiener. Dann gehe ich halt mal zur Mitarbeitermotivation zum Chinesen, weil der Chinese als Synonym ist viel wichtiger für mich. Wow, mein Chef weiß, was ich gerne esse. Ja. Und wir gehen nicht zu seinem Italiener, weil er am liebsten Pasta isst. Okay. Ja, also das weiß ich nur, wenn ich mich mit meinen Leuten beschäftige. Mhm. Wo fahren die nur noch hin? Und dann machst du, dann machst du also jetzt nicht nur einmal im Jahr diese Jahresgespräche, das ist nur zur Förderung, sondern du sprichst dann viel öfter, um da einfach auch so diese Tuchfühlung zu haben, um zu wissen. Absolut. Wir machen die End-of-the-Month-Party, ne, zum Thema Teaming. Wir haben jetzt wieder die Weihnachtsfeier gemacht, wo alle gesagt haben, beste Weihnachtsfeier ever, lokal gemietet, da gebe ich auch richtig Geld aus. Wir waren bei einem Ein-Sterne-Lokal hier in Wesel und Tim Perkovic, ein Comedian, war da. Ach, den ich gut kenne und Fan, der sagte, Mensch, Martin, du weißt gar nicht, was für ein Fan ich von dir bin. Ich darf froh sein, dass ich bei dir auftrete, das fand ich ganz lustig, 29, ganz feiner Typ, der über Kinder lachen, meine Charity kennengelernt. Also wir machen schon viel für die Leute, aber ich verlange natürlich auch viel. Also ich sage dann auch mal, wenn ich sage, Leute, jetzt müssen wir mal alle hier Gas geben oder nochmal am Umsatzrad drehen oder irgendwas, dann müssen auch alle mitziehen. Okay. Ja, wir haben halt, das sage ich auch beim Einstellungsgespräch, wir haben ja 4 R's und 4 L's. Erzähl doch nochmal, genau. Das sind unsere Werte, also die 4 R's, Regeln, wir haben hier klare Regeln. Wir haben Respekt, ob das für die Reinigungskraft ist oder für den Hausmeister, genauso wie für die Führungskraft oder den Mitarbeiter. Jeder kennt meine Richtung. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen die Richtung ihres Chefs nicht kennen oder ihrer Firma nicht kennen. Unsere Richtung ist ganz klar. Wenn einer im B2B-Markt oder generell im Trainingsmarkt, B2C und B2B wachsen ja auch immer mehr zusammen durchs Internet, durch die Digitalisierung, beide haben dasselbe Vorbereitungsverfahren, also Einkäufer googeln heute genauso wie der Kunde vorher. Die wissen alle, wir wollen die kleine, feine Boutique sein. Wenn jemand weiß, wir haben eine Vertriebsherausforderung, wo rufst du da an? Bei Limbeck rufst du an, bei der Limbeck Group. Ja, die Richtung kennt jeder. Da wollen wir die Nummer 1 sein, ganz klar. Ja? Okay. Kleine, feine Boutique, wie eine Edelboutique eben für das Thema Sales und Sales Leadership, für dieses feine, enge Thema. Mit natürlich auch unseren Digitalisierungsthemen, mit unserer Software. Ich habe ja eine eigene KI-Software entwickelt fürs Telefonieren. Mike. .online mit MEIK geschrieben, wer es sich mal anschauen will. Ja, es ist wirklich eine Weltneuheit mit künstlicher Intelligenz. Wir können also die Stimmung des Kunden am Telefon abnehmen und wissen dann, wie wir Einwandbehandlung machen. Mega auch für alle Callcenter. In Deutschland hat das bei der Callcenter World dies ja vorgestellt. Mhm. Die waren alle total begeistert. Dann haben wir eine eigene Lernsoftware mit der Anabico-Welt und bauen Kurse für unsere Kunden. Also so. Und der letzte Punkt ist eben Rituale. Zu Ritualen, da lachen immer alle drüber und sagen immer, boah, ist ja wie bei Struckis früher, aber wir finden es immer noch gut. Wir haben bei uns immer noch 2 Umsatzglocken hängen. Einmal bei meiner Frau im Admin-Bereich, also unser Admin-Bereich, da sitzen 4 Leute und eben im Telesystem. Immer dann, wenn jemand was verkauft hat, läutet die Glocke und dann gehen auch immer alle hin und fragen, was ist reingekommen? Dann reden die drüber, dann erklärt er, warum es reingekommen ist, was er gut gemacht hat. Ja, klar. So ist ein Ritual. End-of-the-Month-Party, wenn wir einen guten Monat hatten, Ritual, Weihnachtsfeier, Ritual. Schön. Also, Wir machen viel gemeinsam. Okay. Du hast ja gesagt, führen heißt, andere erfolgreich zu machen. Das ist ja auch noch ein großer Unterschied jetzt dazu, nur einfach normaler Verkäufer zu sein. Als Chef musst du ja deine Leute groß machen und die stark machen. Wir können das ja heute alles nur anstupsen, weil die Zeit ja auch begrenzt ist. Aber erzähl doch nochmal, was ist für dich wichtig im worum geht's beim Führen? Was macht den Unterschied aus? Ich mag es jetzt vielleicht lustig für den einen oder anderen, aber es ist wirklich
aufrichtige Liebe zu Menschen. Ich fand es sehr schön. Ich hatte das Glück, die Dame ist noch nachhaltig in meinem Gedächtnis. Ich war beim Nikolaus-Kongress von Claudia Enkelmann. Ihr Papi ist ja leider verstorben und sie hat nochmal einen Kongress gemacht, jetzt für die Leser auch des Erfolgsmagazins und der erfolgreiche Weg. Und da war Schwester Teresa. Die kannte ich vorher nicht. Eine Schwester, ja, die auch Bücher geschrieben hat, mal bekannt war als die Skateboard-fahrende Schwester. Sie macht da selbst einen Joke drauf, weil heute die Dame... Yeah. Da kenne ich ein Bild, ja. Kilos zu viel, dann kennst du ein Bild von ihr. Ja, ja. Die sitzt auf der Bühne, weil sie nicht mehr stehen kann. Ja. So lange. Und die hat mich mega beeindruckt mit ein paar Sachen. Und eine Sache war halt, was ist schlimmer als der Tod, wenn in dir etwas stirbt? Den fand ich mega. Mhm. Und ich finde, wenn du Menschen liebst, also, ne, es gibt ja den Spruch, Mann, ne, die vier M's, man muss Menschen mögen. Ich weiß gar nicht, von wem der Original ist. Ich nutze den auch. Mhm. Weiß, glaub, das ist unbekannt, keine Ahnung. However, ich glaube, das ist wichtig, also aufrichtige Entwicklung, weil du profitierst immer mehr. Ich hatte das große Glück, meine beiden ersten Chefs in der Kopiererbranche, der eine war ein Idiot, der andere war brillant. Und also menschlich gesehen, ja, beide konnten was, um Gottes Willen, die brauchten sich auch. Nur der eine hat mir mal irgendwann gesagt, wissen Sie, Herr Limbeck, Sie kriegen hier 30% Marge, also Provision auf die Marge. Ich kriege immer 70% mehr. Sie können bei mir auch 2 Millionen verdienen, ist mir wurscht. Weil ich verdiene immer 70% mehr. Und das fand ich mega, weil ne, er dich lassen konnte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Menschen sich entwickeln können, dass du Menschen hilfst auf ihrem Weg. Ja, du kannst ja auch nur anbieten. Und so ist ja zum Beispiel eben, dass ich jetzt mit jemandem auseinandergehe, dem hab ich so viele Chancen gegeben, wie ich konnte. Nur er hat sie aus meiner Sicht nicht genutzt und dann ist auch gut. Also du brauchst ja immer so den Gegenseite. Also du kannst Menschen ja auch nur entwickeln, wenn sie sich entwickeln lassen wollen. Klar, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Genau. Und das ist so mein Punkt nochmal vielleicht an der Stelle. Schön. Lass doch mal bei Provision ganz kurz einhaken. Ist immer wieder ein Thema, auch im Autohaus. Es gibt ja immer noch Verkäufer, die keine Provision, sondern Festgehalt bekommen. Mhm. Wie denkst du denn darüber? Tja, weißt du, dieses Thema kannst du mit 2 Flaschen Rotwein vorm offenen Kamin wahrscheinlich 2 Tage lang diskutieren, wirst auf keinen grünen Zweig kommen. Es gibt eben Verkäufer, die sind nach wie vor auch Geld motiviert und die kannst du über Geld motivieren, andere eben nicht. Ich glaube nach wie vor, dass eine faire Provision wichtig ist. Ich glaube, wir müssen auch umdenken. Ich kenne auch viele Autohäuser, die haben immer noch diese 500 Euro mit einer Garantieprovision. Ja. Wo ich einfach sage, ihr Lieben, bei aller Liebe, für 500 Euro kannst du ja heute, ne, in München eine Garage mieten. Jetzt seid mal gut. Also wir haben auch eine verrechenbare Provision. Also wir zahlen eine Grundprovision und davon sind 500 Euro verrechenbar. Das diskutieren wir jetzt im Januar, ob wir das abschaffen wollen auch. Und sie eine Provision kriegen für all das, was sie bekommen. Weil natürlich eins passiert. Ich hatte jetzt auch einen jungen Mann, der das nochmal gespielt, der aus Heimweh weg ist. Der sagt auch, weißt du, Martin, der hat jetzt einen tollen Deal geholt. Aber er sagt, ich konnte mich halt nicht freuen, weil ich glaube, da sind 1.800 Euro rausgekommen, weil ich wusste, ich schulde dir ja 4. Also ich muss es erst ins Verdienen bringen und krieg halt nichts ausgezahlt. So, und jetzt habe ich mal eins gemacht, wie die mir sagten, habe ich gesagt, okay, es war Mitte November. Ich sage, komm, pass auf, bis zum 30.12. ja, setze ich die Garantieprovision aus. Also ihr kriegt alles on top. Okay. Der Verkauf ist aber trotzdem nicht nach oben gegangen. Aha. Im Verhältnis zu den Vormonaten. Also ich glaube, Geld ist die eine Sache. Ich glaube, das Grundrezept muss stimmen. Vielmehr ist aber wichtig, habe ich Bock auf Kundenerfolg? Habe ich Bock, den Kunden zu closen? Habe ich Bock, dran zu bleiben? Schau, ich habe heute noch mit einem telefoniert. Da waren wir jetzt. Der Kunde hat dann mal im Sales Manager gespielt, der das Ding, die Anfrage bearbeitet. Ja, soweit hat es geklappt. Herr Limbeck hat uns auch überzeugt, das Konzept auch. Aber der Trainer, der mit war, den hatten wir jetzt nicht so stark gesehen. Sie überlegen nochmal, ob wir nochmal einen anderen präsentieren können. Da habe ich heute nochmal angerufen, habe den Geschäftsführer selbst angerufen. Mein Vertriebschef hat mit seinem Vertriebschef schon, ich habe heute nochmal den Geschäftsführer angerufen, der fand es mega, dass ich mich nochmal gemeldet habe. Mhm. Und das ist für mich selbstverständlich, ich will das Ding haben. Verstehst du, mir geht es dann nicht um, ich habe 8 Trainer, ich sage, wissen Sie was, die Extrameile gehe ich nochmal, wenn Sie sagen, Sie haben den Auftrag noch nicht vergeben, sagt er, nee, wir sind mit einem Ihrer Kollegen sehr weit. Sehen Sie, bei mir haben Sie den Vorteil, dass Sie 3, 4 Kollegen haben, wir dann auch mischen können im Konzept. Da möchte ich nochmal einfach den Handschuh in den Ring schmeißen und ich schicke ihn nochmal 2 meiner Trainer. Ich komme dann auch nicht mit und so gucken sich die 2 nochmal an. So, egal wie das Ding ausgeht, der behält uns auf jeden Fall in guter Erinnerung, dass der Limbeck auch dann, wenn Nein kommt, dran bleibt
und sage, probiere ich nochmal, was soll das? Also nicht gekauft hat er ja schon. Ja. Ich kenne den Autor des Buches. Ja, ich jetzt auch. Ja, und weißt du, so, das ist für mich selbstverständlich, aber da geht es jetzt gar nicht am Ende aller Tage, ob der Auftrag jetzt am Ergebnis in meinem Unternehmen nächstes Jahr was ausmacht oder nicht. Mir geht es einfach um, gerade in solchen Situationen, wenn es ein bisschen schwieriger ist, auch nochmal dahin zu gehen, wo es wehtut, würde man beim Fußball sagen. Ja. Ja, und das ist mir halt wichtig. Ja, und ich will das Ding ist ein schöner Satz, ne? Also das ist schön. Ich will das Ding. Ja. Die Branche finde ich geil, ich finde den Laden geil. Ich glaube, wir können das auch extrem gut, was die da suchen. Ja. Da bleibe ich dran. Ach schön, super. Martin, ich werde jetzt die ganzen Dinge, die du mir genannt hast, in den Shownotes verlinken. Wie bist du denn erreichbar? Also was, wenn jetzt die Hörer tiefer eintauchen wollen? www.limbeckgroup.com, ganz einfach. www.limbeckgroup in einem durchgeschrieben.com oder www.martinlimbeck.de. Wir haben noch ganz viele Domains draußen. Wir bauen gerade auch alles um auf eine Domain im nächsten Jahr, nämlich auf die Limbeckgroup. Wunderbar. Mache ich das. Der Online-Kurs auch, der ist ja sehr, sehr cool. Ne? Der ist auch da drauf, der ist im Moment auch darüber erreichbar. Wir haben ja über 5000 Leute mittlerweile da drin. Mhm. Ja, und alles über mich findet ihr. Ich glaube, wenn man meinen Namen eingibt, kommt auch schon ganz schön viel bei Google. Ja, sofort. Martin, du hast vorhin das Stichwort Selbstsorge gegeben. Was machst du denn, um auf dich zu schauen, dass es dir gut geht? Ich habe viele Jahre zu wenig gemacht, das kann ich sagen. Ich habe es aber auch nicht irgendwie vermisst. Ich bin immer so ein Phasenmensch. Ich habe mal ein paar Kilo zu viel, ein paar Kilo zu wenig. Dann mache ich wieder viel Sport, dann mache ich weniger Sport. Du hast anfangs mit dem Boxen gesagt, das habe ich mal eine Zeit lang 6 Monate für einen Charity-Boxkampf. Witzigerweise der Geschäftsführer von Paderborn, wo wir gestern leider die Punkte gelassen haben, hier den habe ich geboxt damals, war total witzig. Das ist in Paderborn ehemaliger Fußballprofi, der Martin. Und ich gucke schon, dass ich jeden Tag irgendwie etwas an Sport mache, sei es im Hotelzimmer, meine Extended-Bänder, die ich dabei habe, oder Gymnastik. Wenn ich zu Hause bin, Kettlebell oder eine richtige Runde unten im Fitnesskeller. Im Sommer gehe ich viel schwimmen. Wir sind deswegen nach Königstein, das weiß der ein oder andere. Ich mache da keinen Hehl draus, bin nun mal erfolgreich, was soll ich tun? Habe mir einen Lebenstraum erfüllt mit meiner Frau. Wir leben eben an einem See jetzt. Ich habe mir ein Seegrundstück gekauft, an einem alten Baggersee ist für mich Place of Happiness, haben wir gedacht, hier komme ich runter, das ist mega. Und ich habe das große Glück halt, ich habe gerade heute ist Podcast-Tag schon einen Podcast gemacht und auch mit einer tollen Kollegin. Und dann sagt ihr, ich biete da ja viele Angriffsflächen irgendwie, so was das Thema Leid ja betrifft. Ja, aber eine der sicherlich besten Entscheidungen war, neben der Frau, die ich heute an meiner Seite habe und meinem Sohn, der immer noch gerne kommt, dass wir viel ins Stadion gehen, dass wir viel im Sommer draußen schlafen hier und angeln am Wochenende. Meine Eltern nach wie vor kommen hier, gerade mein großes Seminar mache ich ja nur einmal im Jahr, mein Zieletag, 400 Leute, haben wir Collagen gebastelt, meine Eltern sitzen dann in der ersten Reihe, basteln ihre Collage für nächstes Jahr, also die kommen morgen alle, am ersten fliege ich mit meinem Sohn und dem ehemaligen Fußballprofi und Freund und seinen beiden Jungs nach London, gehen wir zum Fußball am zweiten Weihnachtsfeiertag und dann gehen wir noch zur Dart-WM und dann fliegen wir wieder nach Hause. Ich gucke halt immer, ich bin so einer, ich brauche nur kurze Einheiten, 4 Wochen ist für mich schwierig, da werde ich eher, das ist nichts für mich. Also 3-4 Tage komplett runterfahren, mega. Ach, hört sich schön an. Und Angeln ist natürlich ein Riesenthema mit meinen Jungs zusammen, die gehen gerne mit. Deswegen habe ich ja 3 Hunde, einfach A, weil wir ein großes Anwesen hier haben und B, weil ich eben mit meinen Hunden, da komme ich schon gut runter. Ja, das glaube ich. Wie schön. Martin, ich danke dir für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Und dann wünsche ich dir schöne Weihnachten. Alles, alles Gute für dich und die Familie. Das Gleiche. Dankeschön. Und auf bald. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.